meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Alex Morell Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt, vorstellen. Das Ganze habe ich jetzt im Mai von den lieben Wortwelten zu meinem Geburtstag noch bekommen. Ich hatte ja Ende März Geburtstag, Ende Mai würde ich gerade sagen, Ende März Geburtstag. Ja, Survive hat von mir 4 Sterne bekommen und ja, ich möchte euch jetzt ein bisschen was dazu vorstellen. In Survive geht es darum, dass die... hinten steht drauf. Dass die Jane in einer Psychiatrie am Anfang ist und sie hat sich bei ihren Psychiatern und bei den Leuten, die da sind, so richtig schön eingeschleimt, dass sie zu Weihnachten zu ihrer Mutter kann. Aber sie hat eine Vorgeschichte und zwar, ihr Vater hat sich ermordet, ihr Großvater hatte sich, glaube ich, ermordet und auch ihren einen Onkel hatte sich ermordet und sie will sich auf dem Flug hin nach ihrer Mutter auch das Leben nehmen. Ja, bevor sie dann, also als sie dann ins Flugzeug eingestiegen ist und dann eben losfliegen sollten, also sie sind schon losgeflogen, so, ist sie dann irgendwann auf die Toilette gegangen und wollte dementsprechend auch Medikamente nehmen, um eben sich das Leben zu nehmen. Kurz und knapp, das ist Janes Leben gerade. So, und da passiert es, dass sie von einem Unwetter getroffen werden und sie und der Paul die einzigen Überlebenden mitten auf einem großen Berg sind und es geht halt ums nackte Überleben. Sie und Paul, die tun sich zusammen und versuchen eben einen Ausweg zu schaffen. Wie der Ausweg aussieht und all den müsst ihr natürlich selbst lesen. Auf jeden Fall ist es wirklich so, was da mit Jane vor sich geht. Es ist wirklich Herz aller Liebes. Also von Anfang an habe ich erstmal gedacht, die Jane, die ist ja eine Protagonistin, wo ich denke, was, sie will sich das Leben nehmen. Da dachte ich mir so, wird interessant. Ja, und es gab halt auch, es wurde halt sehr viel beschrieben, wie sie da überleben und überleben wollen eben. Und was eben auch mit Jane passiert. Hinten steht ja, dass sie dann so denkt und auch in der Wildnis eben dann so diese Art kommt, ich will leben. Sie möchte wirklich leben und ja. Ich habe den Klappentext hinten echt nicht gelesen gehabt. Ich habe mich unvorbereitet drauf eingestellt. Ja, und war sehr überrascht. Also was mit Jane da los gewesen ist und all dem, müsst ihr natürlich jetzt selbst in Survive lesen. Es geht auch ganz schnell. Also ich hatte jetzt 4 Tage gerade an dem Buch gesessen. Das Buch hat 254 Seiten. Also wenn es ihr irgendwo seht oder so, schnappt es euch, liest es euch. Es ist herzzerreißend. Ja, das war es jetzt mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, wie ihr wollt, ne? Also bis demnächst. Ciao!